Ja, Leute, und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play The Last of Us. Ich bin es, euer Dem Simafix, und das ist sicher noch nicht der letzte Part. Flach wird's gleich mal wieder zum Anfang, und damit startet schon mal wieder sehr gut. Im letzten Part sind wir einem Hinterhalt gerade noch mal so entkommen. Ein paar Banditen haben uns eingestellt. Joel hat es natürlich gesehen, und schließlich haben sie dann doch unser Auto zerstört und wir konnten gerade noch mal so entkommen. Bill ist natürlich daheim geblieben und Ellie hat jetzt gelernt zu pfeifen. Also nichts ist ohne Bedeutung in diesem Spiel. Ich werde das Pfeifen wird noch so eine monumentale Bedeutung haben. Ja, und jetzt müssen wir erstmal schauen, wie wir wegkommen. Und hier sieht das Spiel schon wieder so geil aus. Ellie, was zu sagen? Nee, du hüpfst wieder weg. Das sieht mir sehr tot aus. Hier sieht das auch nicht so gut aus. Ach. Warum müssen bei allen Autos immer die Batterien kaputt sein? Das ist doch kacke. Okay. Oh. Oh, Leute. Seht ihr das da vorne? Das sieht mir sehr aus, als wäre da eine Festung oder sowas. Hm. Interesting. Sind jetzt hier vielleicht irgendwie Sniper oder so? Was war da los? Ellie, Deckung. Ich hab's noch fast gedacht. Kann man da schon was sehen? Nee, aber... Es ist eindeutig, dass da jetzt... Ah, da sind wieder die Banditen. Scheiße. Okay, gut. Es wäre gar nicht mal so schlecht, hätte Ellie jetzt eigentlich eine Waffe. Lass mich in Ruhe. Okay. Gut, dann versuchen wir, würde ich mal sagen, die irgendwie auszuschalten. Die wissen natürlich, dass wir da sind, denn wir haben ja im letzten Part einige ihrer Freunde hier massakriert, glaube ich, kann man sagen. Aber das Gleiche hat sie auch mit uns vor. So, da ist Ellie. Da ist ein Typ. Ich würde mal gerne versuchen, mit meinem Bogen hier irgendwie was zu machen. So, weil ich habe den ja dafür, dass ich hier stealthig vorgehe. So. Da ist einer. Scheiße. Wenn der da stehen bleiben würde und irgendwie blöd in die Gegend schauen würde, und zwar nicht blöd in meine Richtung, dann könnte man ihn ja... Ah, verdammt, da kann ich ja gar nicht runter. Kann ich da nicht runter? Doch, komm, da geht's doch. So, gut. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt ja einfach mal vielleicht kann ich mich ja auch einfach so an denen vorbeistelfen. Wir machen den Scheiß jedes Mal. Ich schwöre, Mann. So. Da sind die drei Stinkies. So, und... So. Hui, vorbeigeschafft. Lautlos und leise. Das ist mein... das Gegenteil von mir. Das Gegenteil würde ich eher sagen. So. Aber versuchen kann man es ja mal. Also mit dem Bogen... Ich glaube, das wäre echt eine geile Waffe. Wenn ich die jetzt mal sehen würde. Die so einzeln lautlos mit dem Bogen auszuschalten. Das wäre an sich eine super Idee. Sind die da vorne? Ich sehe das. Ich erkenne das gar nicht. Ich glaube, die sind weg. Oh! Glück gehabt. Dann ist es ja noch besser. Also, es sind alles Banditen, die ja auf der Suche nach Wehrlosen sind wie uns. Grausam. Und die dann einfach überfallen. Sowas gibt's halt auch in der Apokalypse, aber immer diese konnten wir schon mal umgehen. Aber ich will jetzt trotzdem mal hier weg. Ich habe keine Lust, dass sie jetzt auf einmal von hinten dann doch kommen und mich dann töten. So, wo geht's weiter? Ich schätze mal auf das Auto, auf das Auto. Auf das Auto. Auf den Bus. So. Oh, und die haben sich ja echt eine Festung zusammengebaut. Oh, oh. Fast so wie in dem Lager, wo wir eigentlich begonnen haben. Da wir schaffen das. Hoffen wir's. So, erstmal nehmen wir hier ein bisschen Werkzeuge mit. Das ist nicht schlecht. Hier ist ein kleiner Pass. Wow, wie seltsam. Ein Kontrollpunkt ohne Soldaten. So sehen die meisten Zonen aus. Na, stimmt leider. Schon vor langer Zeit verlassen. So, wir haben Troy Hill an das übelste Gesindel verloren, das je eine Waffe in der Hand hatte. Aber die Schweine sind schlau. Sie haben einen unserer Granatwerfer gestohlen. Wir hatten keine Chance. Zusammen mit dem Strip District, zusammen mit dem Strip District genommen, kontrollieren sie jetzt den ganzen Fluss. Für den schwierigen Rückzug ist fast nur noch die Hälfte unseres Trupps übrig. Ich bete zu Gott, dass Jeremy und Pam noch leben. Sie sind auf der anderen Seite des Flusses stecken geblieben.
Also ich schätze mal, die Banditen, die eben diesen Bezirk da kontrollieren, das sind dieselben, die uns angegriffen haben. Oh, das ist gar nicht so gut. Wenn die jetzt... Oh nein, ich habe das Gefühl, dass wir gleich gegen den Granatwerfer kämpfen müssen. Das Gute ist natürlich, vielleicht kriegen wir den Granatwerfer dann. Wo ist eigentlich Ellie schon wieder? Die bleibt immer stehen. Ich schaue sie erstmal 10 Jahre die Gegend an. So. You'll die we starve. Ach so, ihr stirbt und wir verhungern. Sehr gut. Oh nein. Bitte quietsch nicht, bitte quietsch nicht, bitte quietsch nicht. Bitte quietsch nicht. Ich habe Hunter. Ja, ich Hunter. auch. Sei einfach leise, solange wir noch hier sind, okay? Hunter. Das waren Banditen. Von denen haben wir schon mal was gehört. Scheiße. Jetzt wissen wir also, was. Es gibt ja diese zwei großen Organisationen, die es ja auch im Multiplayer gibt. Die Firefly, die ja so Rebellen wirklich sind, die halt ein Heilmittel herstellen würden. Und es gibt eben die Hunter. Und das sind einfach nur Leute, die sich zusammengeschlossen haben, um andere Leute zu töten und ihre Vorräte zu stehlen. So. Wir können ihnen hier ein bisschen zuhören, aber ich weiß nicht. Wir könnten die an sich schon geil mit dem Bogen ausschalten. Ich habe aber Angst. Ich finde, das ist natürlich geil gemacht, dass es immer so lange dauert, die Waffen zu wechseln, aber gerade finde ich es ehrlich gesagt besser, wenn es schneller gehen würde. Weil ich habe Angst. Hat er mich gesehen? Nee, kann gar nicht sein. So. Ich würde sagen, können wir da durchschlüpfen? Da sollten wir doch durchschlüpfen können, oder? Komm, schlupf durch. Also bist du breit, so ein Breitling. So. Ich würde sagen, wir warten einfach, weil irgendwann wird einer von denen da hinkommen. Da wette ich drauf. Den werden wir uns einfach schnappen. Oder wir könnten auch mal versuchen, einfach. Ja, auf den jetzt drauf zu laufen. So, da ist. Ist da einer? Ich weiß es nicht. Ich will es gar nicht wissen. Ich glaube, ich bin eh schon wieder irgendwie so scheiße gelaufen, dass sie mich eh gleich packen werden. So. Den schnappen wir uns aber. So. Hammer den. Zum Abwürgen. So. Du liegst jetzt erstmal am Boden. So. Gut, mein Kleiner. Runter. So. Die anderen beiden sehe ich gar nicht. Das ist gar nicht mal so gut. Oder vielleicht sind sie auch weg. Das wäre natürlich schön. So, ich gehe mal ein bisschen langsam. Immer mit ein bisschen Deckung im Rücken. Wenn ich mich dann immer schön zurückziehen kann. So. Da sind keine. Zumindest die mich sehen könnten. Hä, wo sind die beiden? Sind die abgehauen? Es sieht echt so aus. So. Es kann auch natürlich auch. Ah, nee, da ist einer. Da ist einer. So. Wo geht denn mein kleiner Freund dahin? So. Der eine ist da und da war aber noch ein dritter. Ich weiß das, den habe ich gesehen, da bin ich mir ganz sicher. So. Der ist da, schaut der gerade. Ah, verdammt, jetzt habe ich den Moment verpasst, sonst wäre ich jetzt ganz schnell dahin gelaufen und hätte mich hinter einer Deckung versteckt. Aber wo geht der jetzt hin? Ganz verstecken. Schön verstecken. So, der andere Typ, der ist weg, so wie es aussieht. Und der Typ. Ja, verdammt. Nee, 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 nee. Ah! Ja, verdammt. Ich hoffe, es klappt trotzdem noch. So, der ist ja jetzt schon mal da. Wenn er sich einmal kurz umdreht, dann tue ich ihn mit meinem Bogen weghauen. Juppidupidu. Hat gut geklappt. Ey, der Bogen ist aber stark. Also ein Schuss und der war weg. Schon nicht schlecht. So, da würde ich aber gerne den Pfeil wieder mitnehmen. Bitte stört das keinen. Bitte stört das keinen. Wo ist mein Pfeil hin? Pfeil! Ja, geil, mein Pfeil. Ah, die, da. Jemand da Munition. Aber mein Pfeil ist weg. Muss ich jetzt auch nicht ganz blicken, oder? Der ist echt weg. Ach komm. Das einzige Spiel, was ich kenne, wo man Pfeile nicht aufheben kann. Da ist ja noch einer, Popel. Aber den kann man so im Nahkampf schnappen, so wie es aussieht. So. So, das sollte eh der letzte sein. So. BOM! Da haben wir ihn.
Ha? Willst du leben? Willst du leben? Du darfst sogar leben, oder? Lebt er danach noch? Ach komm, bis er würgen tut und nicht weh. Das ist doch ganz angenehm. So. Typen ausgeschaltet. Die hat noch einen kleinen Schuss für uns. Was mit dir, Ellie? Ha. Dass sie sich versteckt hat, eigentlich noch zu heißen, dass hier noch irgendwo welche sind. Oh, oh, oh. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. So, wo müssen wir eigentlich hin? Hier weiter, oder? Ah, nee, das sieht mir sehr buschmäßig aus. So, ich habe jetzt irgendwie Angst, dass ich jetzt irgendwo lang gehe und dann auf einmal, dass mir so eine direkt entgegenkommt. So, deswegen laufe ich auch mit meinem Revolver. So, ich schätze mal, da drin sind welche. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hoch. Und was genau wird uns das bringen? Ich weiß nicht, vielleicht finden wir Treibstoff für die Generatoren. Ich will einen alten Projektor reparieren. Gewehr! Anschauen oder so. Das wird nie passieren. Ich habe das Expansionsgeschwätz schon oft gehört. Und wenn wir es versuchen, werden verdammt viele von uns getötet. Hey Mann, lass ihn los, Arsch! Wir können das doch regeln, okay? Was? Der hat mich gesehen, scheiße. Geh down! Verdammt! Kacke, kacke, kacke. So. Wow, wow! Der hat eine Pumpgun, verdammt, okay. Was macht der? So, möchtest du dich hier echt mit meinem Rohr anlegen? Ich hab ein Rohr, du Penner. Oh, jetzt hab ich keinen Rohr mehr. Ellie, Plan, zieh. Lauf! Gar nicht gut. So, laufen wir mal schön weg. Ich muss jetzt erstmal meine Pumpgun anlegen. So. Die Frage ist, ob das alle waren oder ob da noch welche sind. Ich bin mir fast sicher, dass da noch welche sind. Oh, scheiße. Zwei Typen sind noch, aber erstmal haben sie alle abgehängt, glaube ich. So, wir sehen hier Schritte. Okay, hier unten sollte jetzt mal gar keiner mehr sein. Ich sag mal, die gehen runter. Das wäre gut. Das wäre sogar sehr gut. Hä, wir hätten uns ein bisschen besser hinstellen können, aber ansonsten ist das gut. So, da ist einer. Und der andere ist da oben. So. Hä, vielleicht hätte man doch noch einen Bogen besser aufheben sollen. So, warte. Ach komm, wir tun jetzt ganz kurz mal den Bogen ausrüsten. Das stört ihn doch jetzt sicher nicht. Okay, er stört ihn doch. Scheiße. Scheiße. Sieht er uns? Weiß er, wo wir sind? Scheiße, das war's. So übel scheiße, ganz ehrlich. Oh, fuck. Fuck, ich wollte den von hinten greifen, aber da war, wie es aussieht, noch ein dritter. Oh, das war's, Leute. Wo kommt der her? Scheiße, wir sind gleich tot. Nein. Ellie, töte ihn. Komm, leg eine andere Waffe an. Schnell. So, jetzt erstmal bandagieren. Das Wichtigste. Oh, okay. Schon sieht es um einiges besser aus. Verdammt. Aber wo kam der zur Hölle her? Da waren doch alle weg. So. Die wissen, dass wir da sind. Jetzt wissen sie auch, wo wir sind. Jetzt haben sie einen Vorteil. So. Scheiße, Vorteil. Hat er eine Granate? Oh! Habe ich gerade auf ihren Molly geschossen? Oh oh. Legst du dich mit mir an? Okay, legst dich nicht mit mir an. Nein! So, der soll weg sein. Was? Der überlebt einen Schuss mit meinem Jagdgewehr? Scheiße. Tu mal die andere Waffe ausrüsten. Ah, verdammt. Oh, der Schuss hat gesessen. Wisst ihr was wir jetzt einfach machen? Komm. What the? Wo kommen die mal her? Ah, geil. Der hat gesessen, der Molly. Der hat sogar richtig gesessen. Aber der Typ, oh, mit seinem Rohr, wo kam der schon wieder her? So.
Nachgeladen. Bam. Das sollte reichen fürs Erste. Hui, harter Kampf. Da waren doch noch ein paar mehr, als ich gedacht habe. Aber wir haben es irgendwie überlebt. Aber das war schon mal echt knapp und es hat uns saumäßig viel Muni gekostet. So, nächstes Mal laufe ich doch mit der Pumpgun vor. Es geht schneller, es geht leichter. Und da brauche ich auch nicht viel mehr Leben. So, sind da noch welche, weil die Ellie sich immer noch versteckt. Naja, jetzt glaube ich, Stealthen ist jetzt glaube ich erstmal weg. Dann würde ich sagen, stellen wir uns jetzt gleich mal ein Medikit. Und ich würde sagen, noch ein Medikit. Wo ist da noch jemand? Ist da überhaupt noch jemand? Ja, da. Dann mal los. Jetzt hau ihn doch, du hast doch dein Drecksrohr. Oh Mist. So. War's das? Das muss es doch jetzt mal gewesen sein. Ah, ey, würde mir die Ellie mich nicht mal warnen, dann würde ich gar nicht bemerken, dass da irgendwie von hinten jemand auf mich draufläuft. So. Gut, es läuft ja irgendwie. Ne, eher weniger. So, Pistolenmuni. Bisschen Verbandszeug. Sehr gut, so. Ich würde sagen, jetzt ist erstmal ein Sackzeug. Tone aufgeben notiert. Gut, die können wir uns durchlesen. Wir haben Zeit. Nach 14 Monaten ist die kleine Wolte zu einem Blutbad geworden. Wir haben zu viele Männer verloren und sie sind offen gesagt dabei, die ganze Zone zu verlieren. Wenn wir noch länger bleiben, werden wir alle getötet. Ich erwarte Befehle. Captain Mostros. Wer zur Hölle ist Captain Mostros? Komm. Erstmal kurz nachgeladen. Und wenn sich hier noch einer versteckt, der soll jetzt gern rauskommen. Ich habe jetzt meine Pumpgun ausgerüstet. So. Jetzt gehen wir erstmal zu den Typen und looten die erstmal. Die haben ja doch ein bisschen Zeug übrig gelassen, hoffe ich jetzt einfach mal. So. Du hast gar nichts. Sehr schön. Der hat einen frischen Schläger, den nehmen wir auch mal mit. So, unser hat ja schon einen Balken verloren. Hier, ey, die droppen aber auch gar nichts. Warum soll der droppen die gar nichts? Da hat man so viel Umkosten, nicht Umkosten. So viele Probleme mit denen und dann lassen die nicht mal irgendwas da. Komm schon. Also ein bisschen Muni wäre jetzt echt gar nicht mal so unfair. Und ich weiß auch nicht, wo es weitergeht, um ehrlich zu sein. Naja, laufen wir ein bisschen einfach in der Pampa rum. Ist ja nicht schlimm, stört ja keinen. So, was ist hier? Oh. Ja, wie war das nochmal? Alle sind weg. So, da ist eine Tür. So, der wird natürlich... wie viel sind es, ist halt noch die Frage. So, jetzt... eigentlich wollte ich mir den schon wieder greifen und schon wieder hat das nicht geklappt. Ich bin nicht so der Greifer, habe ich gemerkt. So. Naja. Ist ja nicht schlimm. Ist ja echt kein Problem mehr. So, munitionsmäßig sieht es gut aus mit unserer Pumpgun. So. Sind hier noch welche? Das ist das Einzige, was mich interessiert. Und wenn ja, wo? Ich will einfach nur nicht, dass jetzt jemand von hinten auf mich drauf sprintet. So. Ja, aber vorher habe ich auch gedacht, das wären noch zwei Leute und auf einmal waren es jetzt irgendwie acht oder so. Da ist noch einer. So, der hat eine Pistole. Stealthen wir uns mal schön an den Rand. Ey, ich bin doch keine miese Drecksau, ich bin eine nette Drecksau. Sehr gut. So, ich weiß, wie wir das machen. Ich weiß sogar genau, wie wir das machen. Dazu nehmen wir erstmal das da. Keine Ahnung, was das ist. Und, scheiße. Hallo, ich möchte einen kleinen Ziegelstein auf dich werfen. Oh, verdammt! So, haben wir ihn. Und das wird wehtun. Ach, das war doch nicht knapp. Das war alles so geplant. Wie bitte? Sarah Starlight. Der Comic, den ich gelesen habe, das war der Held nach einer großen Schlacht. Kämpfen und leben. Ja. Okay. Ja, als großen Held würde ich uns jetzt nicht bezeichnen, aber naja. Eben das Seine, würde ich sagen. Okay, Leute, wir haben dieses Level geschafft. War gar nicht so leicht, aber das Wichtigste ist, dass wir es hinbekommen haben. So, dann würde ich sagen, können wir jetzt erstmal wieder einen kleinen Cut machen. Im nächsten Part schauen wir uns nochmal kurz hier um.
ob es hier noch irgendwas Ertragbares gibt. Und ja, dann würde ich sagen, heißt es weitergehen und versuchen hier aus dieser Hinterhalt rauszukommen. Bis dahin dann, euer Dimes Mafix, haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.